will er denn jetzt hin? Karl hinterher. Der haut doch jetzt nicht ab, oder? Komm schon, bitte. Beruhig dich. Für so lange Reisen bin ich langsam zu alt. Noch mehr Wölfe, das gibt's ja wohl nicht. Scheiße. Geh doch runter. Sohn einer Ziege. Toll, das sind doch noch mehr, oder? Haltet ihn, werft ihn in den Graben. Du bist tot. Nein, nicht doch. Komm schon. Boah, jetzt bin ich aber fast enttäuscht hier. So schnell haben wir die umgenietet. Zwergenklinge, komm, die könnte vielleicht wertvoll sein, die nehmen wir mal mit. Nee. So, ich glaube, das lohnt sich hier gar nicht mehr weiter um, sich hier weiter umzugucken. Ein Fragezeichen, nee. Ja gut, das wie gesagt, das werde ich stehen lassen. Das ist hundertprozentig ein Schatz. Dann nehmen wir das hier noch mit. Und dann bin ich mal gespannt, ob wir jetzt hier noch was haben. Ansonsten geht es hier gleich weiter mit den Hauptquests. Plätze. Oh, das ist aber hier eine fette Schlucht. Ah, da vorne ist eine Brücke, glaube ich. Sehe ich. Wenn ich mich jetzt nicht geirrt habe, ist das eine Brücke? Was ist das da unten? Da komme ich mit dem Pferd wieder nicht hin. Langsam, langsam. Ah. Wir machen das jetzt einfach so. So, das Stückchen laufe ich hier zu Fuß. Ich habe jetzt keine Lust mehr hier auf das Pferd. Das nervt. Coole! Kann es sein, dass... Ich muss es zerstören. Ja, dann. Oh, da hüpft ja noch einer raus. So, wir gucken gerade schnell, ob wir hier nochmal gelevelt haben mit dem Schwert. Tatsächlich haben wir. Wir haben nochmal gelevelt. So, ich glaube, wir haben jetzt alle Orte der Macht hier gefunden. Habe ich jetzt hier alles? Ich
sollte ich vielleicht noch mitnehmen. Asche, nee, gut, das brauchen wir nicht. Jetzt nimm das doch auf. Ich wollte eigentlich aufs Bett steigen. Weiter so, Plätze. So, wir haben nichts mehr, ne? Wir können jetzt hier weitermachen. Oder Andreas, was meinst du? Weil Nebenquests habe ich jetzt hier keine mehr. Also werde ich jetzt hier mal mit den Hauptquests weitermachen. Gibt noch eine Quest, weiß den Auslöser aber nicht mehr. Okay. Scheint in diesem Land eigentlich irgendwann auch mal die Sonne? Das ist eine gute Frage. Ob die Sonne jemals scheint hier in diesem Land. So, Plätze. Ja, ich mache jetzt erstmal hier weiter. Ich meine, ob das eine oder andere Quest wird jetzt auch nicht drauf ankommen, denke ich mal. Ja, was ist denn jetzt? Ernst. So. Ja? Was ist denn, Wolf? Es gibt gute und schlechte Neuigkeiten. Die gute zuerst. Der Hauptmann der Nilfgaardischen Garnison weiß, wo Yennefer hin ist. Die schlechte. Wir müssen den Greif für ihn töten. Was sollte er sonst von zwei Hexern verlangen? Weiter. Sag mir, was du weißt. Der Greif hat sein Lager verlassen. Wir müssen einen Köder auslegen und eine Falle stellen. Und? Wie geht's voran damit? Ich hab den Kreuzdorn. Das sollte klappen wie am Schnürchen. Intensives Aroma. Gestank wohl eher. Du Stadtjunge. Verwesung, Dung, Pisse. Das sind übliche Gerüche auf dem Land. Weißt du noch? Die Jagd auf den Zeugel in dieser Müllhalde in Dreiberg. Du hast den halben nächsten Tag gebadet und dich geschrubbt. Wie könnte ich das vergessen? Wirst du je aufhören, es zu erwähnen? Ich habe ein paar Dinge erfahren. Er ist ein Männchen und hatte ein Nest im Fuchswald. Die Nilfgaarder haben das Nest niedergebrannt, sein Weibchen getötet und die Eier zerstört. Und geglaubt, das Problem wäre gelöst. Immer das Gleiche. Statt einen Experten zu holen, versuchen die Leute es selbst und machen alles noch schlimmer. Schön. Wenn alles soweit ist, sag Bescheid. Dann legen wir los. Ja, vielleicht finden wir ja zufällig, stoßen wir vielleicht auch auf das Quest. Weißt du noch zufällig, wie das heißt, Andreas? War bestimmt so ein Nebenquest, ne? Bis später, Wesemir. Wir gucken noch mal kurz auf die Karte. Irgendwas mit Gold. Irgendwas mit Gold. Boah, ich weiß es jetzt auch nicht mehr. Aber das kann es jetzt nicht sein, ne? Hier das Fragezeichen, denke ich mal. Und so Quest sehe ich jetzt hier auch nicht mehr. Hier direkt auf der Karte. Ja? Was ist denn, Wolf? Ich war mit dem Greifenvertrag beschäftigt. Und? Ich bin bereit. Warten bringt nichts. Suchen wir einen guten Ort für einen Hinterhalt. Ich weiß schon einen.
Die andere Flussseite. Da sind Felder und ein Wäldchen. Viel Platz und weit genug weg, dass uns niemand in die Quere kommt. Gut, wir treffen uns dort. Der läuft auch zu Fuß. Wo ist dem sein Pferd? Her, Igloir! Wir laufen ihm mal hinterher. Boah, ist der schnell, der ist ja schneller wie wir, alter Mann. Komme ich ja gar nicht hinterher. Der hat schnelle, flinke Füße. Das gibt's ja nicht. Wahnsinn. Macht er jetzt die Falle fertig, also den Köder fertig, oder was tut denn der da? Ein Fluss, goldene Getreidegarten, charmanter Ort, ideal für einen Hinterhalt. Ich weiß, worauf ich achten muss. Und? Bereit? Ja, doch. Fangen wir an. Der Wind steht gut, der Ködergeruch wird sich rasch verteilen. Oh, das Schäfchen, genau. Ich erinnere mich. Komm, wir verstecken uns im Schatten dieser Birken. Er ist ja wahrscheinlich nur eine Attrappe, aber trotzdem. Wenn wir Yennefer finden, was machst du dann? Hast du einen Auftrag im Sinn? Nein. Ich gehe nach Kaer Morhen. Bisschen früh für die Winterpause. Der Schnee ist noch weit weg, ja. Das ist ja das Problem. Nilfgaard hat den Ponta im Osten überquert. Sie sind also etwa 7 Tagesmärsche von Kaer Morhen entfernt. Erreichen Sie das Tal, bevor die Pässe eingeschneit sind? Nun, wir müssen unsere Spuren verwischen. Unsere Wege vertuschen. Wo wir vom Wintereinbruch reden, meinst du, du kommst dieses Jahr? Vielleicht. Vielleicht mit einem Gast. Hörst du? Er ist ganz nah. Heißen wir ihn herzlich willkommen. Warte, nimm dies. Eine Armbrust? Im Kartenspiel gewonnen, während du durch die Gegend geturnt bist. Könnte noch nützlich werden. Sieh einer an. Uns Lektionen über Laster halten, aber selber ein Spieler sein. Hör auf zu reden. Wir müssen einen Greif töten. Vorsicht! Ah, das sieht ja geil aus. Hat sich schön aufgebäumt. Sehen ja gar nicht. Wo will er denn jetzt hin? Komm hinterher. Der haut doch jetzt nicht ab, oder? Nicht. Blutet! Wird bald schwächer! Was ist denn jetzt? Warum hat er das Schwert... Oh, das Schwert einfach weggesteckt. Das steckt einfach während dem ganzen Schwert weg.
Nicht schlecht. Das habe ich öfter schon gehabt. Nicht schlecht. Auch wenn du noch dies und das verfeinern könntest. Zum Beispiel? Der vertikale Aufwärtsstreich. Zu offensichtlich. Später mehr dazu. Bring den Schwarzen den Greifenkopf. Ich mache die Pferde bereit. Treffen wir uns in der Herberge. Jawohl, ja. Aber wir haben doch hier alles aufgesammelt, oder? Gut, auch nicht. Zurück zu dem Nilfgaarder. Na, wir holen uns die Plätze. Ups. Jetzt im. Nee, alles gut. Alles gut. Schneller. Aber wo schickt denn der mich jetzt hin? Ach so. Ich wäre jetzt wieder Querfeld eingelaufen. Das Medaillon vibriert. Das muss ein Ort der Macht sein. Aber den haben wir doch schon. Geralt, den haben wir doch schon. Die Jungs, die patrouillieren hier immer noch rum. Was ist denn jetzt? Immer steht irgendwas im Weg, dass man nicht vorbei kann. Was zum Teufel ist das? Roggen. Hältst du mich für blind oder blöd? Dieses Getreide ist verdorben. Das wusste ich nicht. Für blöd also? Verdammt, ihr lernt es nie. Militärkodex Artikel 2 Abschnitt 3. Auf die Lieferung schadhafter Güter stehen 15 Knutenhiebe. So soll es sein. Nein, bei den Göttern, nein! Was? Der ist übelst gelaunt. Du hast die freundliche Maske also fallen lassen. Das war keine Maske. Ich habe die Hand ausgestreckt. Diese Leute haben drauf gespuckt. Vielleicht, weil sie das Schwert hielt, mit dem ihre Lieben getötet wurden? Ein Moralist. Und was hättest du an meiner Stelle getan? Ich hätte nie an deiner Stelle gestanden. Sag mir, was du hier willst. Ich habe meinen Teil der Abmachung erfüllt. Wo ist Yennefer hin? Nach Vysima. Dann war sie die ganze Zeit nur eine Tagesreise entfernt, vor meiner Nase. Das hättest du gleich sagen können. Ja, hätte ich. Aber dann hättest du den Greifen nicht getötet, wie du mir. Halt! Wir sind noch nicht fertig. Dieses Gold gehört dir, damit du nicht sagst, du wärst unzureichend entlohnt worden. Ich hätte es auch ablegen können, aber. Achso, der wird jetzt geschlagen. So, wo ist Vysima hier? Dann lass was halt. Da wohnen ein paar Freunde und. Stimmt was nicht? Sieh dich um. Es braut sich was zusammen. Wer ist das? Patrioten.
trinken die siebte Runde für Temerien. Und die Fäuste jucken langsam. Ich sehe gar keine Nilfgaarder. Sie finden einen anderen Feind. Ich kaufe etwas Proviant, dann brechen wir auf. Geralt, wir sollten uns raushalten. Nur dieses eine Mal. Was ist mit den Lilien passiert? Abgehängt. Abgehängt? Für eine goldene Sonne? Ich kann keine temerischen Farben zeigen. Sie brennen sonst die Taverne nieder. Vielleicht stimmt es, was man sagt, dass du die Kaiserlichen magst, dass du Nilfgaards Hure bist. Ich lass das durchgehen, Lidka. Ich weiß, du bist außer dir vor Leid. Nichts weißt du. Sie haben meine Schwester aus dem Kloster gezerrt und aufgehängt. Haben gesagt, Nilfgaard sei kein Ort für Aberglaube, dass sie keine Götter fürchteten. Und du? Fürchtest du die Götter? Ohne Anni wäre dein Kind an seiner Nabelschnur erstickt. Du schuldest deinen Sohn der Hilfe meiner Schwester. Und du fürchtest den Zorn der Götter nicht? Hörst du nicht, du Fotze? Lass mich los! Erkennt ihr dieses Medaillon? Ihr wisst, was es heißt. Zurück! Alles klar. Hexer sollen angeblich unsere Kinder stehlen. Stimmt das? Was hat der Kaiser euch Mutanten versprochen? Ein eigenes Land wie einst den Elfen? Raus hier, allesamt! Wir gehen nirgendwo hin. Ihr ebenfalls nicht. Die geben nicht nach. Das sehe ich. Reißt ihm die Eier ab! Sohn einer... Nein! Mund halten und kämpfen. Puh! Das war ja wieder mal knapp. Schon gut. Es ist vorbei. Geh weg! Lass mich in Ruhe! Sein Gesicht! Götter, erbarmt euch! Verschwindet und kommt nie wieder! So viel zum Thema raushalten. Na los, gehen wir! Ja, was hättest du machen sollen? Mich abschlachten lassen? Wir mussten uns ja irgendwie verteidigen. Die Schlägerei haben wir nicht angefangen. Nichts als Ausreden. Du hast dich kein bisschen verändert. Jen? Wie... Ich hörte von einem Hexer in Weißgarten. Ich wusste, dass du das bist und mich suchst. Ich hätte warten können, bis du mich findest. Aber du kennst mich. Geduld war nie meine Stärke. Es ist schön, dich zu sehen, Geralt. Ich würde dich sogar umarmen, wenn du nicht so blutbeschmiert wärst. Tut mir leid. Ich habe nicht mit dir gerechnet. Um ehrlich zu sein, so habe ich mir unser Wiedersehen nicht vorgestellt. Wie denn sonst? Er hätte keine nilfgaardische Eskorte erwartet. Versteh mich nicht falsch, Yennefer. Ich bin froh, dich zu sehen, aber ich finde, du bist uns eine Erklärung schuldig. Die sollt ihr kriegen. In Vysimar. Macht die Pferde bereit. Hier können wir reden. In der Nähe sind ein paar hübsche Obstgärten. In voller Blüte. Man riecht die Leichen fast gar nicht. Verlockender Vorschlag. Leider muss ich ablehnen. In Vysimar erwartet dich nämlich jemand, der nicht gerne wartet. Kaiser Emhyr war Emrys, oder für die Vertrauteren die weiße Flamme, die auf den Grabhügeln der Feinde tanzt. Zu denen gehöre ich wohl nicht. Soweit ich mich entsinne, wollte er mich bei unserem letzten Treffen umbringen.
Tja, jetzt will er dir ein Angebot machen. Die Sorte, die man nicht ablehnen kann? Ich habe es nicht abgelehnt, obwohl ich gekonnt hätte. Muss ja ein verdammt tolles Angebot gewesen sein. Es gibt nicht viele Dinge, für die du deine Freiheit aufgeben würdest. Und noch weniger Leute. Je eher wir aufbrechen, desto schneller erfährst du es. Was ist mit dir? Ich reite in die andere Richtung. Irgendwie bezweifle ich, dass die Einladung des Kaisers auch mir gilt. Außerdem habe ich in Kaer Morhen zu tun. Weißt du noch? Ja, ich erinnere mich. Danke für deine Hilfe, Vesemir. Und bis bald. Wie ist dein Pferd? Schnell? Kann nicht klagen. Warum fragst du? Ich wäre gerne hinter dicken Stadtmauern. So schnell wie möglich. Mit dem Kuhmonster-Klapp glaube ich nur einmal ansonsten probieren. 10 Stück müssen weg. Okay. Weißt du, ich habe neulich von dir geträumt. Ein schmutziger Traum, wie ich dich kenne. Zuerst schon, aber dann... Was dann? Los jetzt! Jennifer, wir haben die... Wir reden morgen darüber, in Ordnung? Nach der Audienz. Das muss reichen. Du meinst, es kümmert Emir, ob ich sauber bin? Der Herr wird seine kaiserliche Majestät mit dem vollen Titel anreden oder gar nicht? Der Herr wird auf dem Berger Platz nehmen. Auf dem was? Gleich in dem Gespräch sagen, dass Leto noch lebt. Okay. Cladwin? Bitte rasiere den Herrn. Koteletten einen Finger breit. Was ist an meinem Bart auszusetzen? Ich fand immer, dass er zu meiner Würde beiträgt. Tut er auch. Doch der Eleganz ist er abträglich. In Nilfgaard gelten Bärte als unansehnlich. Vor allem, wenn sie voller Läuse sind. Ich war eine Weile unterwegs. Gut. Tu, was du tun musst. Kopf zurücklehnen, bitte, und stillhalten. Und stell dich auf einige Fragen ein. General,
Ich bin nicht sicher, ob der Zeitpunkt geeignet ist. Er könnte nicht geeigneter sein. Die Leute werden ehrlich, wenn sie eine Klinge am Hals spüren. Morvran Voorhees, Kommandant der Division Alba. Ehe du zum Kaiser gebracht wirst, Hexer, musst du einige Informationen bestätigen. Reine Formsache, jedoch unabdinglich. Sicher, der Papierkram muss in Ordnung sein. Also, Geralt von Riva. Geburtsort unbekannt. Eltern unbekannt. Alter unbekannt. Unwichtige Details. Kommen wir zu jüngeren Ereignissen. Zur Belagerung der Burg Lavalette. Dem Schicksal des verteidigenden Kommandanten, einem Arjan. Voltest hat befohlen, den Weg freizumachen. Der Junge stand im Weg. Den Erben der Lavalettes niederzumachen. Das hat dich nicht beeindruckt? Natürlich nicht. Was kann ein Baron einem Königsmörder schon bedeuten? Weiter im Text. Du hast dann Zuflucht im hübschen Flotsam gefunden und dich von dort aus nach Vergen begeben. Die Frage ist, wie? Ich bin mit Vernon Roche aus Flotsam entkommen. Das ist der Kommandant der Blauen Streifen und... Ein Anderlingsmörder. Wir kennen den Herrn gut, Hexer. Interessante Allianzen schmiedest du. Mir ist, als stünde die interessanteste noch bevor. Na los, nächste Frage, bevor mir der Bart nachwächst. Wenn das geschieht, rasieren wir dich nochmal. Also schön. Der berüchtigte Gipfel in Loch Muin. Du warst dort. Und hast dich schon wieder in die Angelegenheiten der Mächtigen eingemischt. So sehe ich das nicht. Ich habe einem Freund geholfen, ein Kind zu retten. Anaïs war nicht irgendein Kind. Sie war ein Bauer in einem Spiel, das du nicht verstanden hast. Du und Roche habt sie nicht gerettet. Ihr habt sie höchstens übers Brett geschoben. Und den Konflikt angefacht. Nilfgaard hat unlängst einen Krieg begonnen. Ohne Anlass. Tu uns also einen Gefallen und lass das moralisieren. Der Herr möchte bitte stillsitzen. Ich bin fast fertig. Das könnte mir schwerfallen, fürchte ich. Soweit ich weiß, hast du danach zugesehen, wie deine Freundin Sheila de Tankerville von einem defekten Megaskop zerrissen wurde. Ich habe zugesehen, wie sie in das Megaskop ging. Aber dann habe ich sie befreit. Aus der Falle, die euer Mann, Leto von Guleta, ihr gestellt hatte. Schreibt das auf. Ich will sicher sein, dass der Papierkram jetzt in Ordnung ist. Tja, nationale Interessen zwingen einen bisweilen zu schwierigen Allianzen. Auch zu Allianzen mit Hexern. Die Allianz gibt es noch? Was macht Leto denn so? Ich hatte gehofft, dass du mir das sagen könntest. Ah, Leto versteckt sich also vor euch. Dazu muss er gute Gründe haben. Ist das auf Änderungen im nationalen Interesse zurückzuführen? Ich weiß nicht, wo er ist. Und wenn ich es wüsste, würde ich es euch nicht sagen. Klinge am Hals oder nicht. Ich glaube, das war alles. Deine Unterschrift bitte, zur Bestätigung, dass du die ganze Wahrheit und nichts als die Wahrheit gesagt hast, bei Androhung von Kerker oder Tod und so weiter und so fort. Hier und hier. Da die Formalitäten geregelt sind, möchte ich den General bitten, den Raum zu verlassen. Wir wählen jetzt die Kleidung des Herrn aus. Die Angelegenheit ist wichtig, erfordert aber nicht die Unterstützung des Generals. Schade, ich hätte euch beraten können. Bis dann, Geralt. Viel Glück bei der Audienz. So, ciao, Honey, bis zum nächsten Mal. Tschüss, Andreas, mach's gut. In dem Fall hätte ich einen Gehrock, einen Frack oder vielleicht einen Abendanzug für den Herrn vorbereitet.
Der Herr wird vielmehr aus diesen Kleidungsstücken auswählen. Wo sind meine Kleider? Wo sie schon lange hingehören. Bei der Wäscherin. Nach der Audienz bekommt der Herr sie wieder. Sauber und gestärkt. Der Herr wird mir sagen, wenn er sich für ein Gewand entschieden hat. Ach so, ich muss mir das wahrscheinlich jetzt anziehen. Und da heißt es, Kleider machen keine Leute. Stellt das Gewand den Herrn zufrieden? Ein beschlagenes Wams mit einem Schwert auf dem Rücken, das würde mich zufriedenstellen. Doch bist du in Nilfgaard? Ja. Ein Sprichwort. Also was jetzt? Nase pudern? Nicht nötig. Der Tern des Herrn ist hell genug. Der Herr wird von dem Herrscher von Nord und Süd stehen. Ich muss mich vergewissern, dass er sich zu verneigen weiß. Ich bin doch kein Wildschwein. Ich weiß, wie man sich verneigt. Zeige er es mir bitte. Dies, Herr, ist die richtige Verneigung vor einer Hure an der Straßenecke. Nicht für den Kaiser von Nilfgaard. Sehe er her. Bein ausgestreckt, Hand flach, Kopf gebeugt, Kinn auf der Brust. Der Herr wird dies üben. Keinerlei Anmut. Doch wir haben gelernt, von Nordlingen weniger zu erwarten. Komme er mit mir. Der Herr wird nur dann reden, wenn er angesprochen wurde und dabei den richtigen Titel verwenden. Eure Herzmagnifizienz? Ich sehe, dass der Herr zum Scherzen aufgelegt ist. Ich fürchte bloß, dass der Kaiser diese Disposition nicht teilt. Eure Majestät reicht aus. Klar, deutlich und respektvoll ausgesprochen. Ingrimi ep art kerser, deit ven adan in karn ep morvut, em hier war em reis. Verneigen. Eure kaiserliche Majestät. Area epto orde. Evelien, namin wat gern wavort. Ich dachte, du beugst das Haupt vor niemandem. Ich wollte den Kämmerer nicht enttäuschen. Wir sind Freunde. Sicher habt ihr mich nicht rufen lassen, um über die guten alten Zeiten zu sprechen. Ruhe. Meine Tochter Cyrilla, sie ist zurück und in Gefahr. Die wilde Jagd ist hinter ihr her. Du wirst sie finden und zu mir bringen. Seid ihr sicher? Ciri ist gegangen. Weit, weit fort. Meinst du, ich würde dich mitten im Krieg herzitieren, um ein Gerücht zu diskutieren? Ich meine, dass jeder sich irren kann. Sogar ein Kaiser.
Ich hatte vergessen, wie unverschämt du sein kannst. Ich habe keine Zeit, dich zu überzeugen und auch kein Interesse. Yennefer wird das tun. Nach der Audienz. Wie viele Männer habt ihr in der Armee? 20.000? 30? Warum also ich? Du weißt warum. Sie vertraut mir, richtig. Sagt mir also warum. Staatsräson, wie immer. Schluss mit dem Geplänkel. Und sei es nur deswegen, weil ich dich bezahlen werde. Besser, als du üblicherweise bezahlt wirst. Ich brauche Informationen, keine Motivation. Ciri hinterlässt kaum Spuren. Sie wird schwer zu finden sein. Meine Spione werden dir helfen. Verlass dich auf sie und auf meine Armee, falls es notwendig wird. Yennefer erzählt dir den Rest. Diese Audienz ist beendet. Mererit, bring ihn zur Zauberin. Folge er mir, wenn es dem Herrn recht ist. Bleibe er dicht bei mir. Es sind viele ehrenhafte Gäste im Palast, die der Herr verabscheut, nicht belästigen darf. Okay.